voran. Aber alles für die Vernichtung Nazgul. Der König wird das zu verhindern wissen. Schnell hindurch hier. Noch nicht verstanden, oder? Was? Was meinst du? Lass dich nicht von ihm verwirren. Schnell, Sedgwick, bring das Wasser des Lebens zum König. Aber... Sedgwick, was hast du getan? Loco? So beeil dich doch, Sedgwick. Lauf so schnell du kannst. Ich versuche, Loco aufzuhalten. Ja, los. Raus hier. Erstmal noch ein Audio-Kommentar. Das war bei Locos Gesicht. Er sieht doch ein wenig freundlich aus, obwohl er das absolute ekelhaftste Monster sein wird. Wir haben ja Zeit. Ja, aber da erschreckt man sich doch, glaube ich, nochmal ganz gut. Okay, Spello. Auch dieser Stream ist sehr spät. Wir dürfen noch den Audiokommentar nicht verpassen. Es sprengt jetzt hier so ein bisschen den Rahmen. Ja, aber okay. Finale. Ja, dieser Übergang irgendwie, alles ist zerstört. Man läuft wirklich zur letzten Turmspitze zu. Was könnte da noch sein? Was könnte da noch sein? Jetzt kann ja eigentlich gar nicht mehr so viel passieren. Jetzt der König. Man kann ja nicht mehr so viel passieren. Das glaubt ihr ja selbst nicht. Oha. Keine Chance, von hier aus komme ich da nicht dran. Mit Kufus. Keine Chance, von hier aus komme ich. Lass mal den Kokon also hier, lass mal. Keine Chance. Lass mal Spot zurück oder was? Keine Chance, von. Na dann. Ein Blick in den Abgrund. Oh. Hatte ich erwähnt, dass ich unter einer schrecklichen Höhenangst leide? Hattest du nicht, glaube ich. Springen ist keine Option, wirst du, Sam. Na dann, ab zum Königsturm. Da komme ich niemals rüber. Ich sitze in der Falle. Was wie niemals zum rüber? Zum Greifen nah und doch unerreichbar. Da hat uns doch was gespoilert. Zum Greifen nah und der Drachenbrücke geht auch über. Das ist. Oha. Du bist ein Narr, Sedgwick. Aber ich war der größere Narr, dass ich dir vertraut habe. Du siehst der Wunderwitsch aus. Und es ist einzig deine Schuld. Ist es wirklich das, was du wolltest? Himmel, Loco, bist du das? Was ist mit dir geschehen? Als du die Rohre durchtrennt hast und sich der konzentrierte Stillstand über mich ergoss, wurde ich verwandelt. Ich wurde selbst zum Stillstand. Mein Martyrium hat ein Ende. Die gefrorene Zeit oder erst der Anfang. Du kannst mich jetzt nicht mehr besiegen. Aber du kannst mir helfen, die Welt ein letztes Mal anzuhalten. Ich biete dir niemals ewiges Leben anstelle von totaler Zerstörung. Lieber spinn ich. Solchen Angebot widerstehen. Ich werde den König wecken. Und wie willst du das anstellen? Willst du auf die andere Seite fliegen? Komm mit mir. Wenn du mir hilfst, das Gefüge von Raum und Zeit wieder anzuhalten. Lieber stürz hinab und bei dem Versuch. Der Weltuntergang als ewiger Stillstand. Ich kenne dich, Sedgwick. So bist du nicht. Du willst nicht, dass sich die Dinge ändern. Veränderung bringt immer Verfall und Zerstörung mit sich. Das macht dir Angst. Ich biete dir eine Welt ohne Zeit, ohne Verfall, ohne Angst. Was ist denn das? Mir wird schon noch was einfallen. Warum quälst du dich so? Diese ganze Reise war eine einzige Tortur für dich. Lass uns die Welt retten, indem wir ihr den Stillstand zurückbringen. Du könntest sogar König sein. Ich habe kein Interesse mehr daran. Mit meiner Hilfe könntest du die Welt so konservieren, wie du sie in Erinnerung hattest. Keine gar nichts mehr konserviert. Keine Als uns konserviert. Keine Schuld.
gewollt. Du müsstest dich um nichts mehr sorgen. Es wäre eine perfekte Welt. Ich werde dich aufhalten. Das ist zwecklos, Sedgwick. Wehre dich. Es hat sie auskonserviert. Wenn es sein muss, springe ich hier. Gib es auf mit deinem Kuhfuß, kannst du nicht. Und Glasscherbe. Ist das dein Ernst? Willst du mich mit einer Glasscherbe besiegen? Der Teer hat mich unverhuhe jedoch. Und die Welt sollte... Regenrinne. Das werf ich nicht weg. Aber wir können doch nicht das Wasser noch reingießen. Lieber nicht. Die Brücke könnte auch so schon gehen. Das wäre übel. Eigentlich brauche ich das, um den König zu heilen. Andererseits gehen mir auch langsam die Ideen aus. Ach, was soll's. Schlimmer kann es ja wohl kaum noch kommen. Oh nein. Tu es nicht. Ach, du große Güte, Spot. Er hat uns rübergebracht. Aber jetzt haben wir nichts mehr zum Heilen. Jetzt können wir den König nicht mehr heilen. Oh, großer Schreck. Hallo, Eure Majestät? Was ist denn jetzt? Hier ist ja gar keiner. Aber der König und überhaupt, was ist das für ein seltsamer Raum? Das kann doch nicht alles umsonst gewesen sein. Hallo? Bücher, Fischglas, Schachbrettspiel, Bilderrahmen, Vogelkäfig, Spiegel, Uhr, Bilderrahmen. Diese Wo sind wir hier gelandet? Vertraut. Was ist das nur für ein eigenartiger Raum? Hier mit bloßer Hand zu wischen wäre Irrsinn. Und eigentlich will ich das auch gar nicht. Nein, keine Chance. Der Staub sitzt zu fest. Diese Sachen wirken merkwürdig vertraut. Was ist das nur für ein eigenartiger Raum? Hier mit bloßer Hand zu wischen wäre Irrsinn. Und eigentlich bin ich das auch gar vertraut? Nicht. Der Staub sitzt... Ein bisschen Schach spielen. Hier mit bloßer Hand zu wischen wäre Irrsinn. Und eigentlich will ich das... Bücher. Hier mit bloßer Hand zu... Und eigentlich... Schachspiel angucken. Diese Sachen wirken merkwürdig. Was ist das nur? Bringt ja alles nichts. Diese Sache, was ist das? Sagt immer dasselbe. Raus wollen wir nicht mehr. Okay, hören wir uns an, was Spooky dazu zu sagen hat. In dem Raum kollidieren dann wirklich auch die Welten. Die Welt. Die Welten kollidieren. Sedgwick, die Welten kollidieren. Sagt das nicht der Astronom gerade ja, noch? Ja, genau. Der So, euch müsste eigentlich ein bisschen was auffallen in diesem Raum. Also zum Beispiel gibt es hier das Schachbrett. Es gibt die Uhr von Shana. Es gibt verschiedene Bilder, auf denen auf einmal ein Junge abgebildet ist, der so ähnlich aussieht wie Sedgwick. Es gibt Ben. Es gibt noch viele andere Sachen, die im Spiel auch vorkamen. Der Vogel zum Beispiel, der erinnert mich auch an irgendwas. Ja, ich weiß auch nicht mehr genau an was... Aber was mit dem Fisch? Das ist das Neunauge, ne? Ja, das ist das Neunauge. Ja, genau. ja, klar. Sagen wir einfach mal so. Und ein wunderschöner Spiegel. Dieser Raum kommt Sedgwick auch irgendwie bekannt vor, als wenn er irgendwann vielleicht schon mal drin gelebt hätte oder irgendwas. Vielleicht war er ja schon mal hier, in einer anderen Zeit. Ja. Und wir brauchen etwas. Parallelwelt. Und zwar... Wir spoilern es jetzt einfach mal. Also alle weghören, die hier gerade erst hingekommen sind und sofort drauf gedrückt haben. Hier kommt nämlich natürlich der große Einsatz von... Ja. Opa Soße. Aber die haben wir noch nicht. Opa Soße, wir haben nur eine Scherbe und einen Kuhfuß. Okay, schauen wir mal in den Spiegel. Was für ein beeindruckender Spiegel. Und was für eine beeindruckend dicke Staubschicht. Ich kann kaum etwas erkennen.
Hier mit bloßer Hand zu wischen, ich bräuchte ein Feuchtuch. Wo sind Opas Taschentücher, wenn man sie mal braucht? Okay, Scherbe. Spiegelscherben bringen angeblich. Irgendwie klingt das nicht mehr ganz so erschreckend, wenn die Welt jeden Augenblick untergeht. Tja. Was sollen wir denn hier tun? Nein, ich will die Sachen nicht kaputt machen. Irgendwie habe ich das Gefühl, weiß auch nicht, mit ihnen verbunden zu sein. Was bringt das uns noch? Aber wir haben keine Hose. Wir haben Opas Hose verloren. Oh, Opas Hose. Opas Hose. Irgendwie habe ich gehofft, dass die nochmal wieder auftaucht. Vielleicht können wir damit mal wischen gehen. Ein Spiegel, logischerweise. Vielleicht bringt das uns was. Mhm. Damit sollte ich den Staub abbekommen. Und los geht's. Was werden wir im Spiegel sehen? Oha. Oh, Schreck. Zwischen den Spiegeln. Wer bist du? Wo bin ich hier? Fragte Cedric, als er sich verwundert umsah. Der ganze Raum schien nur aus zwei riesigen Spiegeln zu bestehen, die sich gegenüberstanden. Dies hier ist die Welt zwischen den Spiegeln, antwortete der Junge aus dem Spiegel. Er machte eine seltsame Pause, bevor er fortfuhr. Und ich bin dein Spiegelbild. Cedric war sehr erstaunt, wie du dir denken kannst. Mein was? Mein Spiegelbild? Aber warum trägst du dann diese merkwürdige Kleidung? Der Spiegeljunge ließ diese Beleidigung nicht auf sich sitzen. Das musst du gerade sagen, konterte er. Und in diesem Moment erkannte Cedric, dass sie sich tatsächlich sehr ähnelten. Der Junge fuhr fort. Ich komme aus einer anderen Welt. Man nennt sie Wirklichkeit. Für einen kurzen Moment war Cedric tatsächlich sprachlos. Komm mit, ich muss dir etwas zeigen. Und mit diesen Worten geleitete der Junge aus der Wirklichkeit Cedric zu dem zweiten Spiegel. Cedric sah durch den Spiegel in die Wirklichkeit und erblickte denselben kleinen Jungen in einem Krankenbett. Er schien sehr fest zu schlafen, genau wie du. Cedric sah sich den Jungen im Bett genau an. Und schließlich wusste er, dass der Spiegeljunge recht gehabt hatte. Schließlich gelang es Cedric, seinen Blick vom Spiegel abzuwenden. Als er sich wieder dem Spiegeljungen zuwandte, warf dieser ihm einen aufmunternden Blick zu. Wir haben lange genug geschlafen, sagte er. Es ist an der Zeit, aufzuwachen. Aufwachen, aufwachen, ach du Schande. Das wäre ja ziemlich frustrierend, wenn das Ganze nur ein Traum gewesen ist. Ach du Schande. Ich dachte, ich treffe hier den König. Cedrics Stimme vibrierte. Er konnte sich einfach nicht von seiner alten Welt lösen. Diese Welt existiert nur in deinem Kopf, Cedric. Du bist derjenige, der die Entscheidungen trifft. Warum ausgerechnet ich? Wollte er wissen. Kann das nicht jemand anderes machen? Der Spiegeljunge setzte eine strenge Miene auf. Ach du Schreck. Mein ganzes Leben war nur eine Geschichte in einem Buch? Cedric wollte es einfach nicht glauben. Der Spiegeljunge hingegen blieb geduldig. Vater liest uns aus einem Buch vor. Er hofft, dass wir ihn hören. Er hofft, dass wir auf diese Weise bei Bewusstsein bleiben. Offenbar war es nicht ganz unnütz. Und das soll wirklich ich sein? Fragte Cedric ungläubig. Ja, antwortete dieser knapp. Sieh genau hin. Du weißt, dass es stimmt. Aber Cedric musste nicht einmal mehr hinsehen. Ach, du Schande. Aber was wird aus Bot? Aus Opa, Ben oder Bobby? Würde er sie denn jemals wiedersehen? Cedric kannte die Antwort bereits. Sie haben nie wirklich existiert. Für mich schon, protestierte Cedric. Auf jeden Fall. Das war meine Welt, all meine Erinnerungen, all meine Freunde. An das da vorne kann ich mich nicht einmal erinnern. Ich weiß. Beschwichtigte ihn der Spiegeljunge. Aber genau das macht das Leben aus. Es besteht einzig aus Veränderungen.
Veränderungen. Stillstand. Aha. Aha. Veränderungen. Uha. Ich beginne zu verstehen. Dann war die blaue Gestalt ja unser Vater. Genau. Ergänzte der Junge im Nachthemd. Er wollte uns zu Bewusstsein rufen und jetzt ist der Augenblick gekommen. Beide Sedwicks strafften sich. Trete durch den Spiegel. Du musst diese Welt zerstören, um in die Realität überzuwechseln. Wir sollen die Welt zerstören, um wieder zurückzukommen. Aus dem Koma heraus ins echte Leben. Die Welt zerstören. Den Stillstand anhalten. Ach, du Schande. Was fehlt mir denn? Die Sorge in Cedrics Frage war kaum zu überhören. Wir liegen in einem sehr tiefen Schlaf. Als ob das nicht schon klar wäre. Sie nennen es Koma. Niemand weiß, ob wir jemals wieder aufwachen. Fügt er leise hinzu. Aber sprich es nochmal aus. Gut. Es ist eine heftige Entscheidung. Alles, das soll alles nicht wahr gewesen sein. Das kommt alles so plötzlich, musste Cedric zugeben. Der Spiegeljunge seufzte tonlos. Du kannst auch hier bleiben. Die Welt wird nicht zerstört, wenn du den Spiegel nicht durchbrichst. Luko hat recht. In der Welt, die hinter dir liegt, könntest du ein König sein. Und alles würde so bleiben, wie du es in Erinnerung hast. Die Entscheidung liegt bei dir. Cedric sagte es nicht laut, aber er war vollkommen ratlos. In der Tat. Und jetzt haben wir natürlich die Wahl. Und wir wissen, wir haben eigentlich nicht die Wahl. Es ist eigentlich nur ein richtiger Weg. Stillstand oder Fortschritt. Das ist einfach das Ewige, der ewige Kreis, die ewige Diskussion im Leben, Stillstand, Fortschritt, das ist einfach. Was sollen wir hier noch drüber nachdenken? Du kannst ein König sein in der Welt, aber dafür wirst du immer still sein und stillstehen und ja, was ist diese Welt? Wirst als Hofnarr immer, ja, wirst vielleicht König sein, aber es, zu welchem Preis? Auf den absoluten Stillstand. Oh wei. Wir hören uns wahrscheinlich noch ein letztes Mal den Poki an. So, er ist hier. Genau, das ist jetzt kommt, können wir endlich einen Gag, den wir vor 5 Jahren vorbereitet haben, endlich einlösen. Genau, wir sind hier, ihr habt es wahrscheinlich schon erraten, in der Nähe des Endes gespielt. Da wir ja überhaupt nichts zur Geschichte jetzt noch erzählen wollen, auch grafisch ist hier recht wenig zu erzählen, müssen wir hier einmal nochmal jemanden vors Mikrofon zerren, und zwar unseren Stargast. Hallo, ich wurde gerade vors Mikrofon gezerrt. Es ist unser Bade. Genau, das dritte Rad am Wagen. Das hast du schön gesagt. Genau, das fünfte ist erst das Überflüssige, muss man dazu ja sagen. Wir haben sind halt wir die sind ganze ein Zeit Dreirad. Genau, wir sind die ganze Zeit über. Es ist so wie in zwei Nasen tanken super. Oder wo fahren Sie da mit den Trikes rum? Genau, passt. Ja, genau. Und damit ihr jetzt auch noch mal was zum Genießen habt, jetzt kommt unser kleiner magischer Zaubertrick. Dreht doch mal bei euch am Monitor die Helligkeit ganz hoch. Da ist nämlich ein kleiner Gruß. Hier bei uns im Studio macht es Joris nämlich jetzt auch gerade mal. Und ganz wie magisch erscheint dann plötzlich Du wirst gar nicht wie. Ach, es ist schon ganz hell. Bin so ein Noob. Trotzdem nichts. Naja. Je nachdem, was ihr für einen Monitor habt. Genau. Jetzt stellt sich halt nur die Frage, was habe ich damit zu tun?
Außer, dass es mein Name ist. Jetzt könnte man natürlich meinen, ich habe mich da selbst verewigt, aber ich war das gar nicht. Kann das noch Marco beantworten? Ja, ich muss zugeben, ich habe ihn verewigt. Aber es war durchaus eine schöne Überraschung, als es dann irgendwann im Internet auftauchte. Da habe ich es nämlich erfahren. Das ist auch eine kleine Liebeserklärung. Das ist eine große Liebeserklärung. Aber ihr lest da eigentlich Badewars hier. Im Internet habe ich auch mal sowas gelesen wie Badewasser. Warum steht da Badewasser? Das ist eins der größten ungelösten Rätsel des Spiels. Ja, hervorragend. Jetzt wisst ihr es auch. Aber dreht schnell wieder auf dunkel, weil gleich kommt ja der Schluss. Auf jeden Fall. Alles klar, dann kann ich mir ja hier schon wieder verabschieden. Ich stell's mir einfach vor. Ist ja quasi das große Rätsel aus der Whispered World gelöst. Ja, dann verabschieden wir uns doch hiermit auch, weil das war ja auch schon quasi unser letzter Auftritt hier. Genau. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. War schön zuzuhören. Oder angeklickt oder was auch immer. Ja, hat uns Spaß gemacht. Genau. Tschüss, Pokey. Bis beim nächsten Mal. Bye, bye. Pokey, nein. Okay, da verabschieden sich die Audiokommentare. Ja, was sollen wir denn hier tun? Das ist doch... Cedric hatte den Jungen bereits an der Hand berührt, als er von ihm durch den Spiegel gezogen worden war. Er war echt. Tatsache. Und so sehe ich in Wirklichkeit aus? Dachte Cedric traurig. Bin ich denn in keiner Welt glücklich? Du musst dich jetzt entscheiden, wiederholte der Spiegeljunge traurig. Durchbrichst du den Spiegel oder bleibst du in deiner Traumwelt? Das kommt alles so plötzlich, musste Cedric zugeben. Der Spiegeljunge seufzte tonlos. Der Zwergenfürst seufzte tonvoll. Ich weiß doch schon, wie ich mich entscheiden werde. Es ist hier trotzdem. Spot, ich kann noch nicht Spot zurücklassen. Ich kann noch nicht das Königreich zurücklassen. Das soll es jetzt wirklich gewesen sein. Aufwachen, Ende aus. Alles nur ein Traum. Das ist doch niemals. Ich speichere, glaube ich, können wir mal kurz zwischenspeichern. Und da passiert da was. Speichern. Ich will nochmal kurz einen Speicherstand anlegen. Sehr gut, damit wir eventuell noch ein anderes, damit wir das vielleicht mal ausprobieren können. Alternatives Ending oder so. Let's go. Wir machen das einzig Richtige. Der Spiegel sah sehr massiv aus. Mit bloßen Händen kann ich den Spiegel nicht durchbrechen, dachte Cedric. Wir tun das einzig Richtige für den Fortschritt. Mit aller Kraft, die er aufbringen konnte, durchbrach Cedric den Spiegel. Und in dem Moment schlug der wahre Cedric seine Augen auf und war wach. Mein Junge. Ende. Zurück in der Realität. Heroische Freischaltet der Junge im Spiegel. Ein Spiel von Marco Hühlen. Marco Hühlen, Jan Müller, Michaelis, auch Poki genannt. Und viele andere, die auch in den Audiokommentaren namentlich erwähnt wurden. Ein paar Konzeptzeichnungen. Für was auch immer. Ach du Schreck, das war ja ein Ende. Was wir nicht erwartet hätten. Das hätte ich wirklich nicht erwartet. Alles nur ein Traum. Das sind jetzt die Bilder aus der Realität, oder was?
dem echten Sedwick. Da sind die Sprecher von Ben, vom Astronom, Sedwick, von allen. Die Tester. Whispered World Special Edition. Da geht er wieder in die Schule. Wir sehen, was, wie es in der Realität weitergeht. Oh Mann. Wen hat er da beerdigt? Sein Vater? Die Zwerge. Oha. Wo ist eigentlich meine Hose? Gute Frage. Ein Trailer. It wasn't your fault. Fortsetzung. There's nothing you could have done to help your world. The Whispered World 2. But you can still help ours. That world you once abandoned. That kingdom of silence. Never return, nor shall you ever wake up. The shard shall shine, and silence will break. Can you save me? Silence. The Whispered World 2. Bald. Sehr wahrscheinlich. Im Livestream. Und bald auf Zwergenfürst LP auf YouTube.